Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach, heute mit dem Leo. Hi, na? So, wir haben jetzt vorher schon ein bisschen aufgenommen. Leider haben wir nicht aufgenommen, sondern nur gespielt. Ist aber nicht so schlimm. Ein War nur, großartiger weiß nicht, Anfang. 5 Minuten oder sowas. Nee, vielleicht waren es gar nicht, ist egal. Ich habe jetzt den Unimog wieder hier runtergefahren zum Aufladen der Silage. Oh, ist schon voll? Okay, läuft. Leo, willst du den Trecker abschalten, weil er klingt ein bisschen kacke. Er macht die Silage vor allem dreckig. Ich mach die Silage weg. Was macht man denn heute, Leo? Wir haben so viel, ne? Wir haben eben, das ist ja die Frage. Eigentlich müsste man mal die Ballen unter Dach bringen, weil wenn es regnet, haben wir ein Problem. Natürlich müssen wir noch im Wald weiterarbeiten, ist auch klar. Und der Häcksler steht auch noch irgendwo, da müsste man an die Seite gefahren werden, beziehungsweise am Hof in den Unterstand oder sowas. Und noch viele, viele andere wunderbare Sachen, was mir jetzt spontan nicht einfallen. Hast du hier den verbesserten Spritverbrauch-Mod drin? Nee, habe ich nicht. Bisschen haben. Nee, aber der Dingsmus hat keinen Sprit mehr. Was? Wer? Der Deutz. Hat nur noch 29 Liter. Der Deutz? Der Wie mit geht das dem. denn? Keine Ahnung, wir haben den ja exzessiv verwendet. Ja, okay, ja. Aber dass er Nee. doch so schnell runtergeht, das hat mich schon Das sehr haben wir gewundert. letzte Folge schon besprochen, ne? Dass der. Ja, dass er schon viel verbraucht hat, ja. Dass er viel verbraucht hat, ja? Jetzt, wo du es Mag sagst. so sein, ja. Gut. Ich würde aber sagen, das ist die letzte Fuhre Silage, ne? Wir haben jetzt 300.000, also. Ja, wir brauchen es ja erstmal jetzt nicht mehr, ne? Nee, wir brauchen es nicht, also. Aber nur, dass wir ein bisschen finanziellen Polster haben, was nun mal nicht schlecht ist. Ich habe schon wieder vergessen, diesen automatischen Blinkerausport mit reinzunehmen. Verdammt! Ja, und was jetzt auch natürlich ist, der Leo nimmt jetzt parallel auf, ne? Leo? Ja. Und wird es dann auch hochladen, dass ihr zwei Perspektiven habt. Das heißt, im optimalsten Fall, ne? Wenn ihr zwei Bildschirme habt, dann macht ihr mein Video auf der linken Seite und Leo seins auf der rechten oder umgekehrt, ist egal. Ihr müsst aber auf alle Fälle einen Ton ausmachen. Ja, Und das. Ja. sonst klingt das nicht so optimal, aber da könnt ihr euch das von beiden Perspektiven angucken. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir jetzt eine Arbeit hätten, wo wir beide zu sehen sind, ne? Ich kann ja gleich Ballen Das aufladen. ist ein Plan. Du kannst ja schon mal den Deutz. Moment, was machst du denn? Versuche gerade noch mal einen Ballen zusammenzukriegen. Da sind 90% drin. Mir wird sogar der Treibstoff angezeigt im Inspektor. Seit wann zeigt der Treibstoff an? Ich glaube, wenn du einen Mangel hast, Ach zeigt er so, das wenn an. irgendwas. Okay. Und jetzt noch So, was. hier der wunderschöne Case. Dann haben wir noch mal ein bisschen was rein in die BGA. Gibt es für diesen Deutz eigentlich einen Frontlader? Original? Ich glaube nicht, dass es der Originale ist. Nee, Original glaube ich auch nicht. Sonst wäre er dabei gewesen. Beim Pack. Okay. Aber Original glaube ich nicht, ne? So, gut. Das passt. Dann, was brauche ich denn für ein Gerätchen hier? Ich glaube, ich brauche den Teleskoplader jetzt, ne? Aus dem Teleskoplader genau. Teleskoplader. Wir müssen das Silo hier festfahren am Hof. Jo, das auch noch. Ähm, Dringend ich, machen. ich fahre den zum Hof. Hast du an dem Hof eine Tankstelle? Sieht so aus, ne? Fahre ich zu Hof 1 kurz und tank da. Ist Ich hier eine als halber. Tankstelle? Ja, es wird so angezeigt, dass da ein Tanksymbol ist. Moment mal. Bei Hof 1. Direkt über dir. Okay. Nicht? Nee, ich sehe nichts, aber gut. Ja, ich guck mal, vielleicht finde ich das Guck ja. mal nach, ja. Vielleicht kann mich auch täuschen, also ich sehe. Ich hätte ja die Beinpresse auch ausschalten sollen. Ach, Werner, Ja. du hast doch vor ein paar Folgen versucht, beide Mähwerke gleichzeitig abzusenken. Ja. Aber das hat nicht funktioniert, ne? Nee, da gibt es eine Tastenkombination, die ich in den Kommentaren gelesen habe, aber jetzt nicht mehr weiß. Genau, du drückst Steuerung Ja? zum Absenken. Ich glaube, V ist es, ne? Oder? X? V? Eins von V, beiden. V, 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 Aber das rechte Steuerung. Du hast auf der rechten V. Seite. Ah, da muss ich mir fast die Finger brechen dafür. Nee, du kannst ja beide Hände einfach dafür verwenden. Achso, ja, ich habe ja eine Hand auf dem Lenkrad und eine Hand auf dem Control Pedal. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber ich werde es versuchen. Ja, auf jeden Fall weißt du jetzt, welcher Ich, besten. jetzt weiß ich Bescheid. Dankeschön, ja, Ja, Dankeschön. bitte, bitte. Jederzeit wieder. So. Gut. Nichtsdestotrotz müsste hier irgendwo eine Tankstelle sein. Doch, wo der Drescher steht. Genau, Leo. Da, wo der Drescher steht, ist eine Tankstelle, glaube ich. Das ist nicht hilfreich. Das ist aber die Wahrheit. Gucken wir mal, ob wir da ein bisschen den Schlauch über Schneidwerk werfen können und dann auftanken. Machen wir ein bisschen Silo festfahren. Komm, komm, komm.
Doch, da. Da war's. Sehr gut. Sehr gut. Hat er gut gemacht, der Leo. Wow. Aber, Werner, weißt du, was wir uns kaufen wollten? Wir wollten uns diese Ballen, nicht die Ballen, die Walzwerkzeuge wollten wir uns kaufen. Ah ja, genau. Weil es sieht extrem scheiße aus, was du hier machst. Hallo, ich bin hier am Anrichten. Guck, ich mach die Hügelchen weg. Das sieht echt furchtbar aus. Okay, ich fahr runter. Ich kauf mal so ein Werkzeugset. Ja. Haben wir auch einen Traktor, mit dem wir das abholen können? Ich lass das Freihaus liefern, hätte ich mir gedacht. So. Wir müssten eigentlich noch einen Trecker kaufen, wenn wir uns ganz ehrlich sind, ne? Wir haben zu wenig Trecker einfach. Ja. Es ist jetzt schon wieder keiner hier. Ich kaufe jetzt noch einen Trecker. So, soller Geiz. Heute wird das Geld rausgeballert wie sonst nichts. Auf zwei, da ist ja okay, dann okay. So, einen Trecker. Leo, willst du mitentscheiden? Ja, warte, dann muss ich nochmal kurz hier ranfahren. Was haben wir denn da? Wie viel Kohlen hast du denn? 351.000. Ich hätte ja schon gerne irgendwas mit dem Frontlader, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, ist ja okay. Ich würde ganz gern so einen MF kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Den mit 120 PS ist zu wenig, ne? 180, den letzten hätte ich gekauft. Gibt es noch einen Stecker? Oh, hier haben wir einen. 255 PS, der hat aber keinen Frontlader. Aber so wichtig ist der Frontlader dann wieder auch nicht. Mit 160 gibt es noch einen Frontlader. Ich bräuchte ihn aber für Feldarbeiten, ne? Ja, eben. Weil wir haben den Deutz. Nee, komm, mach das. Weil zum Frontlader haben wir zur Not haben wir noch den Case, glaube ich. Ja, dann kaufe ich jetzt den Messe Ferguson 7726. Jo. Das ist so richtig, das ist so richtig. Gekauft. Und dann... Und ein Standbild verursacht. Und den Server nicht abgeschossen, Werner. Ich habe geübt. So, positiv überrascht. Dann kaufen wir uns... Leo, ne, ohne Witz. Moment. Diverses. Ich kaufe jetzt sowas. Brauchen wir unbedingt. Dann brauchen wir sowas auch unbedingt. Ja. Wir warten kurz hier in der Kurve, bis Werner mit dem Einkaufen fertig ist. Sonst kommen wir aus der Kurve nicht lebendig raus. Was brauchen wir denn noch? Ich hätte gedacht sowas noch, oder? Oder was hängt man denn hinten dran? Das ist schon ein geiles Bild. Kannst du mir sagen. Nehmen wir das hier. Was denn? Mit dem Deutz und dem Ballenladewagen. Hat schon was, ne? Das ist so. Das sieht schon. Ich hole den jetzt direkt ab. Achso, den Case haben wir auch noch als Frontlader. Ja, sag ich ja, den Case. Also den. Mit Einkaufen bist du fertig, ne? Habe ich das richtig? Ja, die Tour ist beendet. Alles klar. Hier steht noch ein Schwader rum, by the way. Ja, hier steht vieles rum. Wir müssen echt mal aufräumen, Leo. Jo. Ich würde sagen, wir machen diese Folge, versuchen wir noch produktiv zu sein. Nächste Folge räumen wir auf. Nächste Folge hören wir auf, was? Räumen wir auf. Achso, räumen wir auf, okay. Nee, aufhören. Der ist schon, alter Schwede, der ist schon geil, der MF. Ich hätte immer ein bisschen Bammel davor, den zu kaufen, weil Walter gesagt hat, der ist kacke, aber... Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ach, das ist dieses eine Pack, was damals vergeben wurde. Walter meinte, die schwimmen etwas, aber... Mach mal, witzig. Ja, weiß ich nicht. Jetzt genau in dem Moment, wo du es gesagt hast, ist er ein bisschen... wir gucken jetzt einfach mal. Und hast du nicht mittlerweile an die 900-Grad-Lenkung gewöhnt? Bitte was? An die 900-Grad-Lenkung hast du dich da gewöhnt? Ja, doch, also... Doch. Und muss ich echt sagen. Macht das mehr Spaß? Oder ist das, findest du das anstrengender? Nee, es ist cool. Ich habe Bizeps-Umfang von plus 5 cm bekommen jetzt die letzten 2 Wochen. Passt ganz gut eigentlich. Kann man nicht beschweren. Das ist echt anstrengend. Das. Ja, aber es macht Spaß. Es macht Spaß. So, machen wir das hier auf. Dann machen wir das hier an. Dann fahren wir zum Leo. Ich muss mich ja jetzt auch anstrengen, ne? Ich werde ja jetzt auch aufgenommen. Du nimmst auch auf, also, verdammt. Ne? Verdammt. Nicht mehr Lala machen einfach ja, so. Ja, das geht nicht mehr, ne? Mach die Ballenpresse da, wo sie immer ist, ne? Dahin. Mach sie dahin, wo sie immer ist, jawohl. So. Ist okay. Das passt. Weißt du, auf welcher Wiese wir waren? Wir waren bei unter der Schweinezucht. 7, ne? 7, ja. Soll ich den Casarotta hinfahren? Casarotta kannst du gerne hinfahren. Warte mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier. So. Alter, ist schon wieder viel zu tun hier. Wird nicht weniger, ne? Nee, wird nicht weniger. Da hast du recht. Mich hier raus? Ja, sieht man schon, aber... Das sieht nicht gut aus. Ja, also man muss dazu sagen, Bindelbach ist eine relativ kleine Map. Vom Hof her. Oder den Höfen. Aber ich finde sie geil. Oh, geschafft. Ja,
definitiv. Also, bis auf einige kleine Schönheitsfehler ist sie nicht schlecht, die Map. Herum. So, wir müssen zu Feld 7 runter. Los geht's da. So, das sieht doch schon besser aus, Leo. Das sieht doch schon besser aus, was wir hier machen. Oh. Glaubst du jetzt einfach mal Doink. So? Kaputt gefahren. Doink. Was machst du schon wieder? Doink. Ich hab da so ein. Wie heißen die Dinger, die an der Straße stehen? Boller. Nee, diese Straßenmarkierungen. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Ja, das ist es, ne? Ja, das ist traurig, aber es ist so. Das Ding habe ich auf jeden Fall umgefahren. Ey, diese weißen, ne? Mhm, genau, die weiß-schwarzen. Ja. So, Leo, kommst du hier vorbei? Nee, kommst du nicht vorbei, ne? Nee, wo fährst du hin? Ich fähr unten rum. Ich fähr unten rum, sagt er, okay. Feld 7. Gut, ich muss jetzt auch runter, das heißt, ich lasse ihn jetzt einfach mal ganz kurz hier stehen. Ach, das ist. Scheiße. Was denn? War diese komische Abfahrt. Ja, die du so gern magst. Wo du da an der Brücke so. Da, wo du gesagt hast, es geht ganz knapp. Ja. War das? Ich glaube schon. Ja, ne? Ja, genau, das war die eine Stelle. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Wir haben ja so viele Aufsätze bereits, aber irgendwie kein Platz dafür. Ja, wir hatten hier ein Deutschgewicht hingestellt. Oh. Ich war's. Mein Gott. Wahrscheinlich. Mit dieser Anfänger. Ahnung. So, kann ich. Oh, kann ich das hier anhängen? Ah, nee, da brauche ich doch den anderen Aufsatz, oder? No, verdammt, da brauche ich den Aufsatz. Okay. Wir müssen ganz kurz den Aufsatz abholen. Der müsste hier irgendwo stehen. Genau, hier liegt er. So. Göweil-Aufsatz. Bist du schon da, Leo? Ich bin schon da, ja. Sehr gut. Bin auch gleich am Weg. Ich platziere das Ding auch so, dass das wieder abschüssig steht, ne? Ja, das wäre sehr, sehr gut. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert, nicht? Ja, eben. Lustigerweise, also eigentlich traurigerweise, muss man sagen, dass es auf der Belgic Bevor gar nicht funktioniert hat. Ja, aber da hat ja einer die Kommentare geschrieben, wo, ich glaube, Schottplatz war es sogar. So, dass so ist. Mit den Big Bales. Ja, schade eigentlich. Ja. Aber gut, was willst du machen? Kannst du ja nichts machen. Kannst du machen nichts. So, mit was kommst du denn da hin? Teleskoplader. Teleskoplader. Mit dem Ferguson, bist du fertig? Nee. Mache ich das schon mal ein bisschen weiter. Gucken wir uns das mal kurz an, was Werner hier gekauft hat. Ah, das habe ich abgelenkt. Was? Ist ein gutes Ding, oder? Kannst du den vorne runter machen, weißt du das? Ja klar, weiß ich schon. Okay. Aber nicht, du musst das vorne anmachen mit der Taste B, weißt du das? Das weiß ich auch, ja. Den kannst du auch runter machen. Mein Gott, Leo. Mein Gott, Walter. Ah, nee, der ist nicht da. So, dann muss ich jetzt wieder Ball verladen. Oh, das ist aber ganz gefährlich. Da muss man echt aufpassen. Da muss er aufpassen. Leo, willst du nicht in der nächsten Folge ein paar Ballen verladen? Wir brauchen wieder mal eine lustige Folge. Wie, hat der Attacher-Dings dran? Ja. Also dann können wir das gerne machen. Aber was ist das für eine komische... Ihr verzweifelt gerade. Das ist absurd, dieses komische Ballen. Nee, nicht Ballen. Richtungsding hier. Warum ist das absurd? Das verhält sich ganz, ganz komisch. Ja? Ja. Okay. Finde ich. Hätte ich jetzt nicht so empfunden, aber. Das macht. Ganz merkwürdig. Aber gut. Ganz merkwürdige Haufen vor allem kommen dabei raus. Hast du das Silo Extension drin? Ja. Das, was das Verdichten und so weiter so richtig kompliziert macht? Glaube schon. Okay. Extra für dich mit eingenommen. Das ist cool. Du hast ja gesagt, du willst ein bisschen, ne? Ja, nee, ist okay. Weg vom Standard. Mal was anderes, auf jeden Fall. So, wo ist mein zweiter Baller hier? Oh, so. Uah. Ich hab das auch schon mal besser drauf gehabt, dieses Ballenstapeln. Oder aufladen generell. Jo, passt. Sehr gut. Hast du beide Seiten aufgemacht oder nur eine? Ja, ich habe nur eine Seite aufgemacht. Ja, falsche. Der Leo Leosen, ne? So, Leo, bist du fertig mit deiner wundervollen Arbeit? Nee, nicht ganz.
Nicht ganz. Ich meine, wir werden nämlich schon wieder fertig mit dieser Folge. Okay. So. So, also es ist so, dass natürlich jetzt hoffentlich pünktlich die Folge, meine Folge kommt, sage ich jetzt mal einfach so. Mhm. Und die von Leo, ich weiß nicht, Leo, weiß nicht, wie du schaffst, das hochzuladen. Ja, das kriegen wir schon hin, kriegen wir hin, auf jeden Fall. Irgendwie im Laufe des Tages wahrscheinlich wird es wohl irgendwie hochgeladen werden, Leo seine Ansicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, würde uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach, ne Leo? Ja, auf jeden Fall. Macht's gut, ein schönes Wochenende, schönes Woche. Wir sind noch nicht am Freitag, wolltest du sagen. Ja, wir sind noch nicht am Freitag. Ich bin schon so im Du bist ein bisschen im Wochenende. Das ist schlimm. Für Leo ist immer Wochenende. Gut. Bis morgen. Mach's gut. Ciao. Ciao.